Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Hey, I helped out, didn't I? Scheint wohl niemanden zu interessieren, Tidus. Oh, hungry. Because you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku. Really do understand. Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand.
You're saying that happened 1,000 years ago? No way. Ja, wir sind Zeitreisende, wa? You said you play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh, and one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. Vor 1000 Jahren also wurde Xanarkand zerstört. Hm. Wobei ja, es ist so, als ob es erst gestern gewesen wäre. Wie kann das so sein? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place. That I can go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Bis hier speichern. Jo, auf jeden Fall, warum nicht? Und wir speichern einfach hier. Genau hier. Nichts woanders. Einfach nur da. Unbekanntes Meer. Wie jetzt? Unbekanntes Meer. Was für ein unbekanntes Meer? Mysteriös. Was hat es damit auf sich? Blitzball! Hey, you okay? Hey! Na, das sieht doch schon mal besser aus, oder nicht? Leute, die mit Blitzbällen auf uns schießen, wir schießen immer zurück, beeindrucken alle.
So muss das sein. So, die Lohnnahmarke haben wir erhalten. Die Kiste ist, ja, ziemlich wichtig, wenn man, dann braucht man später für eine ultimative Waffe, die Lunarmarke. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Dann gehen wir mal zum Strand hin und gucken mal, was die Leute zu sagen haben von unserem geilen Schuss. Who you play for? The Zanarkin Abes. What team you say again? I meant, forget that. I got too, close to Sin, and my head's all foggy-like. So, I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, the coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Alles klar, dann geht's weiter. I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Zanarkin was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Zanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, Sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me though, is we gotta suffer. Because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? But you from the Zanarkand Aves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying that team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was... everything that happened to me, all this, started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Okay, dann gehen wir einfach mal rüber zu Waka. Der bringt uns nämlich jetzt ins Dorf, wo wir dann zumindest was essen können und eine kleine Bleibe haben. Hey, it's this way. Ich verstehe zwar echt nicht, warum wir hier lang müssen. Der Weg da oben wird es genauso tun, aber Waka will unbedingt, dass wir diesen Weg gehen. Naja. Unnötig, aber was will man machen, ne?
What's the big idea? Naja, the big idea ist, glaube ich, einfach nur uns zu ärgern. Warum den einfachen Weg, wenn es auch schwerer geht? Damit man unbedingt hier durch das Wasser schwimmt? Weil wir Wassermenschen sind? Ne, keine Ahnung, frag mich nicht. Ist einfach so. Boah, krasse Sache. Müssen die Piranhas töten. Oh mein Gott, war das schwer. Hey, und frag mich nicht bitte, wie ein Ball unter Wasser bleiben kann. Also, ich habe das schon ein paar Mal probiert, aber irgendwie, naja, bei mir klappt das nicht so ganz gut. Irgendwie braucht man wahrscheinlich irgendwie so einen Ball aus Stein oder so. Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwas in der Ecke eigentlich? Irgendwie weiß ich gerade wieder nicht. Ich schätze mal nicht, aber das könnte ja durchaus sein. Und boing! Oh ja, aggressiven kleinen Piranhas, lass mich in Ruhe. Boah. Lol. Stirb! Bam! Haha, mein Angriff ist ein Jäger zu, Walker. So, die geben mir die ganze Zeit hier Ability, Zeit und so ein Sperruin. Haben wir nicht jetzt diesen sogenannten Kraftsperruin bekommen? Ne, haben wir noch gar keinen. Ich lerne nicht diese Stärke da mehr, ach, beziehungsweise die Abwehr, die hier ist, lernen. Wäre cool. Nö, ich glaube, da war keine Truhe, egal. Und wenn, da ist eh nur Müll drin. Ich glaube, die nächsten Kämpfe überspringe ich einfach, die sind ja ein bisschen unnötig, würde ich sagen. Boah, eine Truhe! Eine Truhe. Eine Truhe. Hui! Antidot erhalten, halt! Ja, Zustand Gift. Bei dem Fall für sie ist es aber schön. Bei dem Fall für sie ist es aber schön, sozusagen, dass man nach dem Kampf jeglichen Zustandsveränderungen verliert. Auch wenn man stirbt, hat man, wenn man tot ist nach dem Kampf, genau ein HP. So, Abwehrkraft von Shadowx um eingestiegen. Super, ne? Wir haben jetzt nämlich gerade einen bekommen. Und darüber freue ich mich so sehr. Ja, uns bleibt nichts anderes als schwimmen. Ja, nichts Besonderes erhalten. Einfach nur den Gleichmüll. Let me go. Got a favor to ask you. You want me on your team, right? A major Blitz tournament's coming up. All the teams in Spira will be there. It's so huge, I'm sure someone there will recognize you. Then you can go back to your old team, right? It'll be fun. What do you say, huh? Come on, come on. Sure thing. Our team is gonna rock, eh? Mein Team wird rocken, yo, sagt er. I thought then that Blitzball and Sin were the only two things that Spira and Zanarkand had in common. I wasn't too far off either. So. Wer hätte das gedacht? 20 Minuten sind schon vorbei. Und deswegen... Na okay, vielleicht sind sie noch nicht vorbei. Aber vielleicht sind sie schon vorbei. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich hier einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und stay emotional.